Hey, hier ist Kiki aus Denia und heute mit einem neuen Rezept und zwar einem Rezept über einen Snack, was ich gerne abends esse. Der schmeckt super im Salat, der schmeckt super in Suppen. Ich habe das Rezept von einer Gazpacho, da war das mit dabei und habe entdeckt, dass ich das total gern abends knabber. Zum Wein, zum Bier, zum was auch immer. Hat wenig Kalorien und kein Fett. So, und was ist das? Das sind Kichererbsen. Bom. Kichererbsen im Glas, kann man überall kaufen. Die muss man jetzt erstmal waschen, weil die ja eben aufmachen. Im Wasser waschen, weil die in Natron eingelegt sind oder gekocht sind oder was auch immer. Und das muss erstmal runter. Und dann zeige ich euch, was man da alles ranmacht, damit es richtig lecker schmeckt. So, ihr wisst ja, dass ich es richtig gerne scharf mag. Und deswegen habe ich hier jetzt so ein paar kleine Chilis, diese Vogel-Dingsbums-Chilis. Und die sind wirklich sauscharf. Und Kreuzkümmel. Und das muss ich jetzt erstmal so richtig heftig zermürben. So, das habe ich jetzt so ein bisschen zermürbt. Eigentlich müsste man es noch viel mehr zermürben, weil wenn da einer drauf beißt auf dieses Chili-Teil, der fliegt in die Luft. Aber meistens bin dann doch ich, weil ich esse ja nur das Zeug. So, jetzt brauchen wir Paprika, Agavendicksaft, Salz und Zitronensaft. Und natürlich die abgespülten Dinge. So, Kichererbsen, Chili und Kreuzkümmel. Dreiviertel Teebeutel, Teelöffel Paprika. Ein bisschen Salz. Agavendicksaft, ein Spritz und vielleicht doch noch ein bisschen Salz und Zitronensaft. Ich nehme jetzt mal einen Saft von einer halben Zitrone. Schmecken. Scharf. Sau scharf. Sehr gut. Sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer Wasabi-Pasta auch richtig toll schmeckt. So, und jetzt nehme ich noch ein Backpapier. Nicht wundern, das habe ich schon benutzt einmal. Ich glaube bloß nicht, dass ich das wegschmeiße, waren auch nur Kichererbsen drauf. So. Jetzt noch verteilen. Bisschen hin und her. Und das geht jetzt mal für 45 Minuten bei 150 Grad in den Backofen, vorgeheizten Backofen, okay? So, dreiviertel Stunde ist um und jetzt hole ich die mal aus dem Ofen raus. Außen sind sie ein bisschen verbrannt, aber da innen in der Mitte, da sind sie richtig gut. Oh. Scharf sind die, verdammt. Das ist was für die Kiki, das kann kein anderer essen. So, das war mein Snack zum Fernsehglotzen oder sonstiges in die Suppe als Beilage oder im Salat. Scharf. Nach und lass vielleicht den Chili besser weg. Aber wichtig ist, dass der Agavendicksaft drin ist. Oh Gott, mir brennt die Zunge. Weil die Süße, die brauchst du, sonst schmeckt es langweilig. Also, bis dahin, eure Kiki.